Na, ich habe hier gerade eine kleine Vorstandssitzung am Laufen. Als ich gestern unterwegs war, da hatte ich wieder so einen kleinen Moment, wo ich das gemerkt habe. Da wollte ich einfach mal Aufklärung leisten bei euch. Ich hatte gestern eine klassische Kneipentour mit den anderen. War mir richtig schön unterwegs. Hier und da mal eingekehrt, hier mal eingehabt, da mal eingenommen. Sogar Gerhard hat sich gestern mal 2-3 Stündchen blicken lassen. Ingo war da, Günther, Barbara. Alle mal wieder schön versammelt. Das war schön. Aschenbecher. Und irgendwann ist mir das denn gestern wieder aufgefallen. Da hast du irgendwie die 12. Kneipe durch. Und man sagt ja, pro Kneipe immer vielleicht eine kleine Pesette, 2-3 Schnaps und direkt weiter, damit du ordentlich was miterleben kannst den Abend über. Und als wir dann an der Endstation angekommen sind und schon so 2-3 Stündchen da im Laden gemacht haben, da fiel es mir auf. Für den Moment war ich noch viel zu vital. Ich war viel zu normal. Hab kaum geleit, konnte mich noch normal bewegen, bisschen getanzt, aber immer noch ein bisschen verhalten. Das ist nicht normal für die Uhrzeit. Und nicht für Bahn Nummer 12, 13 oder 14. Das war ein ganz klarer Fall von Promillebetrug. Da wird dir irgendwas vorgemacht von, ach, hier gibt's lecker Schnäpschen, hier gibt's dies, hier gibt's das, ein schöner Cocktail, alles mit schönen Volt. Und dann natürlich auch ein schön breites Angebot, damit du richtig Hunger kriegst. Alles da, die ganze Vitrine steht voll mit Flaschen. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, die Flaschen nehmen sie gar nicht. Die greifen immer unter Tresen. Das hast du oft in so Kneipen, wo viel Betrieb ist und wo viele Touris kommen. Da mischen sie sich den ganzen Scheiß nämlich alleine an. Wenn du dann sauren Apfel bestellst, dann kriegst du da irgendwie den Apfelmost mit einem kleinen, mit einer Pipette abgemessen. Kleiner Tropfen Schnaps, Dankeschön. Oder war ich da richtig schön in Action? Weil dann hast du ja so einen Umkehreffekt. Du kriegst ein bisschen Placebo rein, weil du weißt, du hast schon so und so viel am Mund gehabt. Dann kommen die Endorphine von der Mugge mit ins Spiel. Aber dann merk dich. Sodbrennen des Todes, aber wenig Faktor. Das heißt, sie haben sich die ganze Scheiße wieder zurechtgepanscht. Das Einzige, was ein bisschen angewirkt hat, war das Bier. Scheiße hier. Mein Gott, scheiß Wasserhahn. So. Ach, da fühle ich mich ja fast wieder wie gestern. Schön hier so der Bar-Moment. Ah, Ingo. Und was hast du so letzte Woche gemacht? Ja, nix, Folge. Bis Freitag im Schacht gewesen. Überstunden geklopft. Wie ein Irrer. Ja, es tut mir leid. Und Freitag hatten wir wieder Stammtisch. Da haben wir wieder ein bisschen was für den Sparklub gesammelt. Oh, kommt ja auch immer ordentlich was zusammen, ne? Ja. Die verdienen sich da teilweise dumm und dusselig. Da nimmst du einen billigen Apfelsaft, packst eine Pipette Schnaps rein oder nimmst andere Säfte, verdünnst die Schnäpse mit Wasser, Tequila verdünnt, was weiß ich. Wird alles gemacht. Fürchterlich. Das Promillebetrug auf ganzer Linie. Ich meine, du gehst doch nicht umsonst irgendwie saufen oder was? Ich bin doch da nicht in den Laden gekommen, um Apfelsaft zu trinken die ganze Zeit. Ist doch scheiße. Da willst du auch was kriegen für dein Geld, wenn ich da 2-3 Euro für so einen Scheißshot hinlege und kriegst Apfelsaft. Ach ja, danke schön. Für die Vitamine. Trink dich gesund, Volker. Nee, mit mir nicht. Mann, Mann, Mann. Scheiße. Wer wieder wild hier. Aber zum Glück hat Susanne mich dann wieder ein bisschen beruhigt. Sonst hätte ich dann wahrscheinlich direkt die Theke von der Wand gerissen und die Flaschen aufgegessen. Mensch, Volker, das würdest du doch auch so machen, wenn das dein Laden wäre. Aber Susanne, das ist doch Hochverrat am Kunden. Das ist hier ein Tanzlokal. Und kein Apfelsaftladen. Ja, aber Volker, sei wenigstens freundlich. Ja, also Leute, jetzt kommt mein Fazit von der ganzen Geschichte. Trinkt den Schnaps zu Hause. Und wenn ihr denn unterwegs seid in den Kneipen, dann trinkt ihr einfach Bier. Da hast du einen Moment der Wirklichkeit. So ein Bier, einfach eine ehrliche Sache. Und du kannst auch noch den Daumen drauf machen. So mach ich denn immer. Dann packen sie da nichts rein. Falls sie dich da irgendwie vorm Laden ausrauben wollen oder was, weil du nichts mehr merkst. Boah. Danke. Das wollte ich euch einfach mal mitgeben. Wenn du den Tipp befolgst, dann hast du die Nacht wie aus der Postkarte geschält. Also, mach dir einen schönen Abend. Ich muss jetzt mal fertig machen. Harald, drück doch jetzt endlich mal die Tür zu, meine Fresse. Dankeschön. Oh, endlich, Scheiße. Und eine Zwischenspülung machen hier. Stimmt. Ah.
hier oben auch noch mal durch.